Kevin, wie oft gehst du eigentlich pro Woche laufen? Das ist eine Frage, die kriege ich immer wieder gestellt. Aber viel wichtiger als wie oft ich laufen gehe, ist doch, wie oft solltest du pro Woche laufen gehen? Wir schauen uns in diesem Video einmal an, wie viele Läufe pro Woche Sinn machen, abhängig davon, wie fit du bist und was du für ein Ziel hast. Wir schauen uns an, wie eine smart eingeteilte Laufwoche aussieht, wie oft du laufen solltest, wenn du abnehmen willst und wie viele Läufe in der Woche eigentlich noch gesund sind. Wenn dich nur ein Teil der Fragen interessiert, dann kannst du auch jeweils zu dem Kapitel direkt im Video springen und am Ende lüfte ich noch das unglaublich krasse Geheimnis, wie oft ich denn pro Woche laufen gehe. Also lass uns loslegen. Auf den ersten Blick scheint das Thema super easy. Einmal pro Woche, zweimal pro Woche, dreimal pro Woche, viermal pro Woche. Irgendwie kommt am Ende eine Zahl raus. Aber, und das habe ich in der Recherche auch zu diesem Video und in der Vorbereitung gemerkt, das Thema ist viel, viel komplexer. Das heißt, wir müssen uns erstmal eine Übersicht darüber machen, wo stehst du fitnessmäßig gerade und was willst du überhaupt für ein Ziel erreichen? Okay, also eigentlich hatte ich jetzt als Ziel für meinen ersten Marathon schon den Weltrekord ins Auge gefasst, aber ich sehe gerade 2 Stunden 14, nee, also vielleicht reichen ja für den ersten Marathon als Ziel auch 2 Stunden 20 aus. Okay, gucken wir uns vielleicht ein paar realistischere Ziele an. Und zwar, wie oft solltest du laufen, wenn du Laufanfänger bist, wenn du dich mit dem Laufen fit halten möchtest und wenn du für einen Wettkampf trainieren willst. Als Laufanfänger ist es überhaupt erstmal wichtig, eine Routine ins Laufen zu kriegen. Es gibt einen schönen Spruch, Routine vor Performance. Das heißt, du kannst ungefähr 2 bis 3 Mal pro Woche als Laufanfänger rausgehen. Dienstag, Donnerstag, Samstag ist zum Beispiel eine gute Einteilung. Am Anfang startest du vielleicht einfach erstmal mit zügigem Gehen, dass du noch gar nicht läufst. Und wenn du das ein paar Mal gemacht hast und dich fitter fühlst, dann gehst du über in Lauf-Geh-Intervalle und steigerst so deine Leistung Stück für Stück. Super viele Leute laufen, um sich fit zu halten. Ich höre das immer wieder, wenn ich die Frage stelle, ja hey, erzähl mir doch mal, warum du läufst, was ist dein Ziel? Und dann kommt ganz häufig, du, ich will mich einfach nur fit halten und ich will mich gut fühlen. Und genau das hat eine Teilnehmerin gesagt von meinem Laufworkshop, den ich im letzten Jahr gegeben habe. Und die hat gesagt, du, ich ziehe mir meine Laufschuhe an, ich packe mir meine Kopfhörer auf die Ohren, ich mache mir Musik an, kann dabei komplett abschalten und es geht mir einzig und allein darum, fit zu bleiben. Und wo ich gerade Kopfhörer und Musik sage, habe ich an der Stelle eine super Empfehlung für dich. Welche Kopfhörer ich zum Laufen nutze, das sind die Open Run von Shox. Ich habe dir in einem vorherigen Video schon die Aeropex vorgestellt von Shox. Übrigens, die Firma hieß früher Aftershox, jetzt Shox. Und das Coole an diesen Kopfhörern ist, dass die Musik bzw. den Sound über Knochenschall transportieren. Das heißt, dein Gehörgang ist hier komplett frei. Warum erzähle ich das bzw. was ist der Vorteil davon? Ganz einfach. Auf meinen Läufen hatte ich bei Kopfhörern, die ich im Ohr trage, immer oft die Bedenken, oh Gott, ich nehme die Umgebungsgeräusche nicht richtig wahr, vielleicht werde ich von einem Auto umgefahren, von einem Fahrradfahrer oder nehme irgendwas anderes nicht wahr. Und das Geile an diesen Kopfhörern ist eben, dass du dabei Musik hören kannst oder einen Podcast oder whatever und dabei aber deine komplette Umgebung wahrnimmst. Die Open Run haben im Vergleich zu den Aeropex ein richtig cooles Feature, das ich total feiere. Und zwar haben die eine Schnellladefunktion. Wie oft bin ich schon losgelaufen, wollte mir Kopfhörer auftun und habe festgestellt, Akku leer. Ja verdammt, die schließt du 10 Minuten an den Akku an, also an den Strom und hast dabei dann 1,5 Stunden Zeit, wo du Musik hören kannst.
Richtig geil. Wenn dich die Kopfhörer interessieren, ich blende dir hier einen Gutscheincode ein. Den findest du auch nochmal in der Videobeschreibung. Da findest du auch den Link zu den Kopfhörern. 10% Rabatt gibt es mit dem Gutscheincode. Und dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Videothema. Wir waren bei Läufer, die sich fit halten wollen. Wie oft sollen die denn in der Woche laufen gehen? Es gibt einen schönen Spruch. Einmal ist kein Mal. Zweimal ist zur Erhaltung der Form und dreimal ist zur Leistungssteigerung. Das ist eine ganz schöne Sache, die du im Hinterkopf behalten kannst. Und ich empfehle dir, wenn du dich fit halten willst, 2 bis 3 Laufeinheiten in der Woche zu machen plus einmal Krafttraining. Also noch, wo du einen anderen Reiz setzt und nicht ausschließlich laufen gehst. Jetzt kannst du sagen, 3 Mal pro Woche plus einmal Krafttraining, das ist mir ein bisschen viel. 2 Mal plus einmal, also 2 Mal laufen plus einmal Krafttraining ist auch völlig in Ordnung und gibt dann wirklich einen guten Rahmen, damit du dich durchs Laufen mit dem Laufen fit hältst. Wenn du dich auf einen Wettkampf vorbereitest und dich fragst, wie oft soll ich denn da laufen? Dann ist das immer abhängig von den Ambitionen, die du hast. So, wenn ich den Marathon in 2 Stunden 20 laufen will, habe ich 12 Laufeinheiten pro Woche. Okay, gut. Chef? Ja, ich muss kündigen. Das mit diesem Arbeitsstickschnack. Wissen Sie, ich will jetzt Marathon laufen. Ich habe dann keine Zeit mehr für sowas. Ja, ist gut. Tschüss. Je schneller und weiter du laufen willst, desto logischerweise intensiver ist das Training. Ich habe mir mal ein Beispiel rausgesucht, wo sich das Ganze ganz gut veranschaulichen lässt. Wenn du sagst, du willst einen Halbmarathon laufen in einer Zeit von in etwa 2 Stunden 30, dann wirst du in deinem Training bei einer Vorbereitungszeit von 12 Wochen ungefähr 3 bis 4 Mal pro Woche laufen, abhängig davon, in welcher Laufwoche du dich befindest und ja, wie das Training dann entsprechend gerade aufgebaut ist. So, Halbmarathontraining heißt aber nicht nur laufen, sondern auch anderweitiges Training. Ich hatte das gerade schon erwähnt. Krafttraining gehört einmal die Woche auf jeden Fall dazu. Und was ich dir immer auch empfehle, ist Faszientraining, also mit einer Faszienrolle zu machen. Und so kommen wir auf 3 bis 4 Läufe pro Woche plus einmal Krafttraining plus einmal Faszientraining. Kommen wir zur Struktur einer gut eingeteilten Laufwoche. Das erste ist, auf einen Tag laufen folgt immer ein Tag nicht laufen. Dein Körper braucht einfach die Zeit, um sich von dieser Anstrengung zu erholen, zu regenerieren. Eine Ausnahme bilden Nüchternläufe als Beispiel. Ich hatte gerade das Halbmarathontraining genannt. Da kann es zum Beispiel sein, dass du an einem Dienstag ein Intervalltraining hast und an einem Mittwoch morgens einen Nüchternlauf. Da gilt das entsprechend nicht. Wichtig ist dann aber, wenn du zum Beispiel ein intensives Training hattest, wo dann ein Nüchternlauf drauf folgt, ist der in einer sehr, sehr langsamen Geschwindigkeit. Nächster Tipp ist, dass du deine Trainingsumfänge nicht mehr als 10% pro Woche erhöhst. Dein Körper braucht auch da Zeit, sich mit der steigenden Belastung ja zurechtzufinden und damit klarzukommen. Außerdem niemals Intensität und Umfänge steigern. Also du willst nicht in einer Woche unbedingt viel, viel schneller laufen und viel, viel weiter laufen. Ganz wichtig. Und das ist wahrscheinlich ein Tipp, der über diesem gesamten Video schwebt und den ich rot unterstreichen möchte, weil der maximal wichtig ist. Hör auf deinen Körper. Ich kann dir hier noch so viele Tipps geben, du kannst noch so viele Trainingsbücher lesen. Wenn du dich erschöpft fühlst, wenn du dich müde fühlst, aber in deinem Trainingsplan vielleicht steht, du müsstest jetzt laufen oder Kevin hat gesagt, ich muss das so und so machen, alles Pustekuchen dann erstmal. Hör auf deinen Körper. Wenn du dann noch einen Tag länger Pause brauchst,
mach den, erhol dich davon. Du willst auf keinen Fall in ein Übertraining kommen und dich verletzen und dich dabei schlecht fühlen. Wenn du durchs Joggen abnehmen willst, wie oft solltest du dann laufen? Einfache Antwort darauf, 3-mal. Das wirklich Interessante daran ist jetzt aber, wie diese Läufe eingeteilt werden sollen. Ein Lauf davon sollte sein, sehr, sehr langsame Geschwindigkeit und dafür eine etwas längere Strecke. Beim langsamen Laufen ist es nämlich so, dass der Körper mehr Fette nimmt und die in Bewegungsenergie umformt, als zum Beispiel der sich aus Kohlenhydraten rauszieht. Das ist der erste Lauf, lang und langsam. Der zweite Lauf kann sein, zügige Geschwindigkeit, dafür kürzere Strecke. Und das dritte und der dritte Lauf ist der, den ich immer das Mittelding nenne, nämlich mittlere Geschwindigkeit und mittlere Streckenlänge. Als Indikator für die Geschwindigkeit lässt sich immer super die Atmung nehmen und so hast du dann eben eine smart eingeteilte Laufwoche, wenn du abnehmen willst. Wie viele Läufe pro Woche sind denn eigentlich noch gesund? Vielleicht hast du schon mal den Begriff Streak Running gehört. Das sind Leute, die laufen jeden Tag und das über manchmal 100, 200, 300 Tage und vielleicht sogar noch mehr. Und es gibt viele Beispiele von Menschen, bei denen das super gut funktioniert, die sich gut damit fühlen und die dabei gesund sind. Wenn ich diese Frage jetzt so explizit stelle, dann lässt sich die gar nicht so ganz konkret beantworten. Ich möchte aber nochmal zurückgehen auf etwas, was ich vorhin schon gesagt habe, nämlich, dass du auf deinen Körper hören solltest. Das heißt, diese Streakrunner, die rennen ja auch nicht nur immer volle Kanne 1, 2, 3, sondern die haben dann ein gewisses Konzept hinter und hören auf ihren Körper. Und das ist wirklich so unendlich wichtig. Wenn du nicht ausbrennen willst, wenn du kein Übertraining willst, wenn du verletzungsfrei bleiben willst, hör auf deinen Körper und mach auch lieber mal eine Pause, auch wenn es vielleicht nicht im Trainingsplan steht. Und jetzt lüfte ich noch das sagenumwobene Geheimnis von, wie oft ich denn pro Woche laufen gehe. Also, ich bin ja Lauftrainer. Und wenn ich morgens meine Tochter zur Kita bringe, dann habe ich die natürlich auf dem Arm und jogge dahin. Zurück jogge ich auch. Dann jogge ich in jeder Mittagspause. Und ja, dann muss ich ja auch halt irgendwie nach der Arbeit irgendwie ein bisschen locker werden und jogge dann auch jeden Abend. Okay, ist alles gelogen, hast du auch schon an meiner Wortwahl gemerkt. Ich gehe 3-mal pro Woche laufen und mache 1-mal in der Woche Krafttraining im Fitnessstudio. Ist eine gute Einteilung, tut mir gut, macht mir Spaß, alles prima damit. So, das Video ist jetzt ein bisschen ausgeartet, ist ein bisschen lang geworden. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Dranbleiben. Nicht vergessen, unten in der Videobeschreibung findest du den Gutscheincode für die Kopfhörer und den Link dazu. Dann sage ich wie immer, danke fürs Zuschauen, keep on running und bis zum nächsten Video. Hast du dein Mikro schon an? Mhm. Sag mal was. Check. Hast du nicht. Hab ich an. Hat er nicht. Hab ich an. Aber er macht nichts. Ne? Ne.